Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Red Dead Redemption 2. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Missionen mit dem Ölvergießen gemacht. Jetzt heißt es, den Zug zu überfallen. Und ich bin da gerade schon mal hingeritten, beziehungsweise das habt ihr in der letzten Folge gesehen. Aber ich hatte auf einmal ein Schloss davor, konnte es nicht machen. Jetzt versuchen wir es einfach mal. Ich habe hier ein Lager aufgeschlagen, wir haben bis zum Abend geschlafen. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir die Mission jetzt annehmen können. So. So, wo haben wir John Marston? Da, jetzt ist sie wieder frei. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sind direkt in der Nähe. Gehen wir mal direkt dahin. Stay up. Here. Also sagen wir mal so, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass wir die Mission jetzt machen. Dass wir jetzt den Zug überfallen, weil wir haben ja quasi alles dafür. Wir haben den Ölwagen, wir haben die Waffen und alles, was besorgt werden musste und sollte, ist jetzt da. Oh wow, wer schießt denn hier? Easy now. Kleinen Moment, irgendeiner schießt hier. Und wir haben ja jetzt auch ein neues Gewehr. Einen Moment. Da gucken wir doch mal. Das war, glaube ich, das Springfield, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Ja. Okay, irgendeiner schießt nämlich hier. Ja, man weiß ja nie, wie die Mission aufgebaut ist. Schauen wir mal. Jedenfalls hier vorne ist die Stelle. Und wer bist du? Nee. Wer bist du jetzt? Ach, hier, unser Engländer, Schotte oder wer auch immer er war. Ach ja, unsere Verstärkung, genau, unsere Verstärkung ist da. So ist es. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. We can scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides, what do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please. Eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Great. Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Ach, schon wieder schlafen. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Wunderbar. Perfekt. Hey, all the horses untethered? Think so. Good. They should follow on behind us. Oh, hier mussten wir hin. Ja, das fährt Volk auch. Wunderbar. So, jetzt. Oh. There's a spot that's remote, but should still give them enough time to spot the oil wagon. They see this block in the tracks, they'll stop soon enough. Apparently, he picks up a new team of guards at the state line, so
Shouldn't be too much in the way of guns to deal with. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a break. Ha ha ha. You're a funny fella, John Marston. And my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. They're left here, towards Rhodes. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Plus, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean McGuire. And look at me now, in the gunner sea. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, no, please. Not this again. Fine. Damn you three. Sulky, angry... Fine. Damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. So, you blocked the tracks with the wagon, then jump. That's the plan. Pretty much. Charles, you deal with the engineer. John, secure the passenger car fast. Take charitable donations. Here's good. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this right, nope. Oh, das ging gut. Das ging gut. Ja, da haben sie sich auch eine Strecke ausgesucht, mein lieber Mann. Mr. Smith, Mr. McGuire, yeah. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. I'll do or die with you. I like it. Get moving. Okay, wir sollten vielleicht unsere Gesichtsmaske aufziehen, aber ich kann jetzt hier leider Gottes nichts mehr machen. Here she comes. Ah, okay, er macht es von sich aus. Okay, wunderbar. Okay. I need to get up there. Finish up here and join us on board. Go on! Get on, bastard! All yours, Captain. So go on ahead. Alles klar, die haben die hier schon geplündert. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Alles klar. Everybody stay calm and don't get shot. Wow. Go! Everything you got! Money, valuable! I'm not a bad man. There you go. Let's make this quick, people. Come on. We ain't leaving till this bag's full. Oh, das läuft gut, das läuft gut. Das läuft gut. I ain't got nothing. Ach komm, natürlich hast du was. What's the problem here? Money, valuables. Don't do this. Just give it to him, Thomas, please. Genau, gib's uns lieber. Gib's uns lieber. Keep it coming, don't be shy. People like you make me sick. These two seem to think we're playing games. I want to count to three. One, two. Damn it. Oh, sick is better than dead, lady. I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says. Auch wenn wir ein bisschen gewalttätig werden müssen, aber es läuft ganz gut. No, you go ahead and look for the baggage car. Tough guy, huh? Ach, schon wieder einer. Komm, zahl lieber. Everything you got. Money, values. We ain't leaving till this bag's full. You won't get a damn cent from me. Ach man, du hast doch gerade gesehen, dass ich dich auch schlage, wenn es sein muss. Alles klar. Come on, cup it up, people. Don't be shy. Everything you got. Let's go.
Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Come on! You're better than this! Don't do it! I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Alles klar. Okay! None of you... What is it? You all right? Fill the baggage car. For Christ's sake, you ain't even taking a look yet? Ei. Ei, ei, ei. Aber wie? Aber wie? R2? Ach so, R1, R2. Oder wie war das jetzt? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls haben wir getroffen. Wunderbar. Oder ist noch einer? Okay, da kommt noch einer. Einen haben wir hier noch. Alles klar, guten Brandy kann ich mir nicht nehmen. That gives you twice the chance of hitting someone. Very funny. We'll take that. I've got a hemorrhoid out lump on my head. At least you ain't got a hole in it. Okay, 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 okay. Just keep your eyes peeled. We're doing the best, all right. I know, that's what's worrying. Oh, yeah. Oh, Platin. Wow. Come on, we should get out of here. Okay, das war's. All right, we should probably be going now. Ja, 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 ja. Mach keinen Druck, mach keinen Druck. We're looking good in here. Das war's. Okay, und jetzt haben wir hier vorne noch eine Sache. Eine Sache haben wir noch. Und ich kann mich nicht schnell bewegen. Ach, das ist hier dieser Schrank, okay. Oh, das läuft glatt, das läuft glatt. These folks are rich, all right. Und die Zigarre kann ich leider nicht mehr nehmen. Okay, dann haben wir's. Dann würde ich sagen, nix hier weg hier. Nix hier Arthur, weg. We've got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. Well, in that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. Oh, yeah. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither you get killed. Goddamn liberties. There's a few more of them turning up. Me and my big mouth. Okay, let's deal with them. Okay, denn den schauen wir mal. Ja, so geht es. Okay. Look out on the left. Here come the friends. Oh, going through the trees. You see them? Almost got you. Ich muss nachladen. Denn hier vorne muss einer sein. Hier, hier. Jawohl. Nachladen. Okay. Okay, andere Seite sind auch noch ganz viele. Och du Scheiße. Geh doch erstmal in Deckung. Laden. Oh, wir sind wieder so unwahrscheinlich schlecht. Alles klar, zwei Stück noch. Okay, verschwinden, verschwinden. Da sind die Pferde. Alles klar, hauen wir ab hier. Ja! Alles klar, dann reiten wir mal in die Richtung. Was ist denn
mit den anderen beiden? Warum kommen die denn nicht hinterher? Oder müssen wir die jetzt töten? Lass mal die anderen beiden mal rankommen. Ja. Okay, und los geht's. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir haben es geschafft, Freunde, wir haben es geschafft. Ja. So, komm schon. Jawohl, wir haben es. Fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. And what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? You still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so. I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Jawohl. Come on. Easy. Also das hat sich mal gelohnt. Das hat sich mal richtig gelohnt. Wir haben ja Asche ohne Ende jetzt. So, dann gucken wir mal. Na, ich kann gerade nicht auf die Karte zugreifen. Warum auch immer. Jetzt. Jetzt kann ich wieder auf die Karte zugreifen. So, jetzt haben wir nur noch diese eine Mission. Aber Freunde, ich habe was rausgekriegt. Und zwar, ich will ja immer noch meinen zweiten Waffenholster haben. Und den soll es eigentlich nur beim Trapper geben. Deswegen gucken wir jetzt mal. Trapper, es ist nur der eine hier da. Nur der eine Trapper. Okay, wo haben wir denn... Da müssen wir mal gucken, inwieweit wir... Wo wäre denn die nächste? Erstmal gucken, wo sind wir auf der Karte? Spieler ist hier. Wir sind nahe der Emerald Ranch. Von da aus könnten wir mit dem Zug... Obwohl, so weit ist es gar nicht mehr von hier, sehe ich gerade, ne? Es ist gar nicht mehr so weit. Aber wieso haben wir bitte schön in Saint-Denis ein Kopfgeld? Aber gut, wir haben jetzt so viel Kohle gemacht... Wo ist denn die Postmeisterei in Saint-Denis? Dass wir sagen, genau, dass wir erstmal hier hin machen, unser Kopfgeld bezahlen und uns dann den zweiten Holster holen. Ich glaube, so machen wir das. Hört sich gut an, oder? Na gut, Freunde, ich reite mal dahin und wir sehen uns dann gleich, wenn ich da bin. So, da sind wir angekommen. Jetzt sehen wir die Stadt auch mal hier bei Tag. Das letzte Mal war ja Nacht. Ja, ist aber gut hier. So. Wie gesagt, der erste Weg führt uns zur Postmeisterei. Kopfgeld bezahlen. Weil sonst werden uns auch irgendwann wohl mal Kopfgeldjäger jagen. Oh, wir könnten uns hier noch... Wir könnten uns hier natürlich auch noch... den Steckbrief mitnehmen, aber... Nee, ich möchte mich jetzt... Ich möchte erstmal mein Kopfgeld bezahlen. Das ist mir gerade etwas wichtiger. So. Wo müssen wir her? Oh. Jo, hier müssen wir her. Ach, dieses Pferd. Alles gut. Ja, alles gut. Wir reiten ja auch ziemlich schnell hier durch. Ach so, wir reiten im Gegenverkehr, deshalb. Ja. Hier ist schon ein bisschen Zivilisation. Okay. So, und hier drüben ist die Postmeisterei. Gut. Jo. Gut. Hier ist keiner, dann gehen wir mal hier vorne rein.
Ach hier, halt. Hello there, pleased to see you. Ja, ja. Und zwar Kopfgeld bezahlen. Clear this ride up for you. Yep. I'll send word over to the folks in Lemoyne. Ja, alles klar, wir haben es bezahlt. Gut. Dann. Oh, was ist denn mit meiner Gesundheit schon wieder los? Mein lieber Mann. Mein lieber Mann, mein lieber Mann. So, wir markieren uns zusammen mal eben den Trapper, den Trapper, den Trapper, den Trapper, den Trapper. Da ist er. Und da machen wir mal darüber. Achso, ja, und den die Kopfgeldjagd. Die werden wir uns auf dem Weg dahin auch noch mitnehmen. Okay, jetzt sind wir aber... Halten wir in die andere Richtung. Na, ist okay. Machen wir dann gleich am Rückweg. Hey, Mister. Genau, einfach mal ein bisschen grüßen. Howdy. Hey. Ja, habt ihr gesehen? Das hat wieder ein bisschen Ruf gegeben. Oh, halt! Hier ist was. Is someone there? Hello? Da ist er. Please, can you spare some money for a blind man? Ja, wir gucken doch mal. 50 Cent. Na komm, die geben wir dir. Wir sind lieb. There you go, oh, friend. Bless you, mister. Truly, you're a saint. Yes, sir. There should be more people in the world like you. God bless. Alles klar. Haben wir wieder eine gute Tat vollbracht. Please, anything you can spare. So, ich glaube, diesmal kommen wir von der anderen Seite hier an den Markt. Ja, Pferd anbinden. Und ich hoffe doch mal, die Straßenbahn, die fährt da jetzt dran vorbei. Tut sie nicht, aber sie wartet. Na gut, dann warte. Hallo Freund, hallo Trapper. Da bist du ja, endlich. So, what do you have for me? Nothing quite like wearing your best day's work. Gut, dann schauen wir doch mal. Bekleidungssets, nein, Kleidung, verstärkte Ausrüstung, Sättel, Gegenstände wird es wahrscheinlich sein. Alles, Köder, Utensilien, Wurfmesser, alles, alles. Nee, ist es nicht dabei? Okay, dann verstärkte Ausrüstung, kann es da sein? Waffenexperte. I've run this stall all the way from here. Okay. The northern border, that is, and I've never been out of work. Hm. Also, irgendwo hier muss es doch sein. Good day, miss. Nee, Scharfschütze. How's everything? Moment. Den kriegen wir auch noch nicht. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Hier, Meisterjäger, das war's doch. Genau, Meisterjäger, Zweitholster. Genau. Den kaufen wir uns. Und jetzt können wir zwei Knarren tragen. Wunderbar. Wir können dir aber eventuell sogar wieder was verkaufen von dem Raubüberfall auf den Zug. Alright, let's have a look. Und zwar Wertgegenstände. Oh, akzeptiert er nicht? Muss ich beim Hehler verkaufen? Okay, was würde er denn akzeptieren? Nicht so viel, ne? Fische? Nee, dann bringen wir die lieber ins Lager. So, gehen wir wieder hier raus. Jawohl, die Straßenbahn wartet immer noch. Das finde ich nett von ihr. Wir können ja mal eben grüßen. Jawohl, wir grüßen.
Hello. Ja, werden auch sogar noch freundlich zurückgegrüßt. Ist doch alles in Ordnung, Freunde. Alles gut. Macht keinen Druck hier. Jo. So, und jetzt nehmen wir uns natürlich noch die Kopfgeldjagd hier mit. Die machen wir noch. Wo ist es? Zeitungsstand. Da, hier vorne war es. Steckbrief. Genau, Steckbrief. Und wenn wir den haben, müssen wir mal gucken, ob wir dann erst den Steckbrief machen oder ob wir zurück ins Camp kehren. Oder ob wir Mika noch befreien, weil Mika ist ja immer noch im Knast und der wartet ja auch auf uns. Ja, wir haben auf jeden Fall noch was zu tun. Okay, jetzt holen wir uns hier erstmal den Steckbrief. Kopfgeld haben wir bezahlt. Das heißt uns, nein. In die Richtung bitte. Das heißt, uns kann auch nichts passieren, wenn wir jetzt gleich mit dem Sheriff reingehen. Alles gut, alles gut, alles gut. Buongiorno. Das war zu spät. Buddy? Hallo. Oh, what? Hier ist wieder was los. Hier ist wieder was los. Schauen wir doch mal nach. Was ist hier los? Was ist hier los? Fellers? Morning. Fine morning. How's it going? Just fine. Okay. Wo war das denn dann? Tja, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gedacht, das wäre hierbei. Ist es wohl aber nicht. Okay, dann reiten wir mal weiter. Hola. Morning, Sir. Hola. Wir grüßen einfach alles und jeden hier. Hey there, partner. Morning. Hey, officer. Good morning. Ja, wunderbar, wunderbar. Und ich will nicht die ganze Zeit jetzt hier der Kutsche herreiten. Hey, partner. Lady. Hi there, ma'am. Ja, und schon wieder Ruf bekommen. Oh, ist das schön. You got some problem with me? Nein, 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 nein. Out of the way. Ja, im Hellen sieht es doch ganz, ganz anders aus. Und nein, 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 ich wollte langsamer reiten. Alles gut. Alles gut. So, können wir unser Pferd hier irgendwo anbinden? Ja, können wir. Und zwar genau hier. Da. Ja, also ist es denn wahr? Ich möchte einmal gescheit mein Pferd hier anbinden. Er macht's einfach nicht. Einmal das Pferd anbinden. So, jetzt geht es. Jawohl. Gut, euch grüßen wir mal. Hey, Miss. Hello. Lady. Morning. Bonjour, Monsieur. Oh, bonjour, bonjour. Meine Französin. Hm, nicht schlecht, nicht schlecht. So. Rin hier. Well, you not got to turn yourself in, so I conclude you're a bounty hunter. May I direct you to the poster on the wall there? Sure, I'll take a look. Genau deshalb bin ich hier. Genau deshalb sind wir hier. Oha, ein Huni. Jo, oh, puh. Tot oder lebendig? Tot oder lebendig für $100. Wow. Ja. Nehmen wir mit. You going after Lindsay Waffles? I might be. Or I might just wanna hang his poster up on my wall. Gut. Dann gucken wir mal, wie weit das von hier weg ist, weil Lust hätte ich da jetzt schon drauf. Ah, wir haben hier noch eine fremde Person. Fremde Personen sind ja auch immer gut und lustig, ne? So. Die Kopfgeldjagd wäre hier und wir sind... Ja, 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 ja. Na, wir machen erstmal die fremde Person. Jetzt sind wir einmal hier unten. Dann grasen wir das hier mal so ab. Die fremde Person ist auch direkt hier in der Nähe.
dann machen wir das mal. Ich habe immer Angst, wenn ich hier durchreite, dass ich irgendwen ummähe. Good morning. Bonjour. Lady. Bon, bonjour. Und jetzt haben wir hier wieder etwas. Wo war das? Hier oben war das. Was ist hier wieder los? Ach, da hinten.